inigualable, al más grande de todos, el presidente. So, die Map ist eigentlich auch nicht schlecht. Schauen wir mal, ob wir jetzt ein bisschen mehr reißen. Nein, ich weiß es immer noch nicht, was ich sagen wollte. Ich dachte, ich hab's gerade, aber irgendwie doch nicht. Herrgott! Okay, also er hat jetzt halt einfach quer durch den Brunnen geschossen. Ich meine, das geht, klar. Ich meine, ja, die meisten Waffen durchschlagen hier kleine Wände, das verstehe ich ja noch, aber ich meine, ich schieße auch durch Steinbrunnen. Das liebe ich natürlich immer. Drei Leute schießen auf einen, ich komme ums Eck und hole mir einen Kill. Weil ich halt einen tödlichen Schuss setze. Versuchen wir es mal mit der Dual-Baretta. Ja, versuchen wir es mit der Dual-Baretta, aber ich finde, die Waffe ist so kack schlecht. Ja. Ich meine, es gibt eh oftmals Situationen, da denke ich mir dann, what the fuck, du gibst ihm das ganze Magazin, triffst zum Teil auch und er macht einen Shot und du bist tot und es war nicht mal ein Headshot. Und du hast ihm gefühlt von den Dual-Barettas ein ganzes Magazin in den Kopf gejagt. Immer den anderen hinterher, wo geschossen wird zum Gegner. Nice shot. 94, zwei Treffer gesessen, 94 von 100 Schaden und er war einfach schneller. Und was mir irgendwie auch aufgefallen ist, die Frauenquote in dem Spiel ist also erstaunlicherweise echt hoch, finde ich. Damit hätte ich niemals gerechnet, dass doch so viele Frauen online sind. Ja, genau. Fehlt eigentlich nur noch die Facecam, dass ihr meine Ausraster auch sehen könnt. Habe ich leider immer noch keine. Muss ich mir jetzt endlich meine kaufen. Kommt auch noch, kommt auch noch. Ist es bei euch auch so kalt, Leute? So, im Flug. Bei uns ist es eiskalt. Es hat minus 11 Grad, aber einfach kein Schnee. Gnadenlos, kein Schnee, nicht ein Flöckchen. Ich verstehe es einfach nicht.
auf Facebook, überall, man sieht Bilder ohne Ende. Oh, bei uns schneit's, bei uns schneit's, bei uns schneit's. Bei uns hier nichts. Einfach nichts. Naja, immerhin einer von drei, ne? Ja, auch mal den Nachlademoment ausgenutzt. Und ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, ich meine, im Deathmatch achtet man ja jetzt nicht gerade so aufs Team wie im normalen Spielverlauf. Allerdings kommt es mir manchmal echt so vor, dass gerade die Terroristengruppe, das ist übrigens das Überlutschergewehr, AWP, automatisches Scharfschützengewehr hier, und mit dem lacken sie immer rum. Jedenfalls, was ich sagen wollte, krass, gerade die Jungs und Mädels, wo Terroristen spielen, extrem oft, finde ich, zusammenhalten. Und einfach zusammen auch unterwegs sind. Seht ihr, da kamen schon wieder zwei Stück hintereinander raus. Ja, genau. Mit einer Glock 18. Das ist halt der Nachteil an der Desert Eagle. Sie hat zwar eine Ultra-Durchschlagskraft, war nur ein paar Schuss, magazinisch so schnell leer. Und so wie jetzt, ich meine, ich hätte eigentlich die Situation nutzen können und ihn erwischen können. Da seht ihr schon wieder zwei Stück von denen, die sind immer in der Gruppe unterwegs und die anderen halten, ja, also die anderen halten nie zusammen. Und wenn man da halt ein paar Schüsse versagt, dann so wie jetzt. Okay, also der war jetzt einfach blind oder wie? Ja, alle drei da drunter, also auf und her. Way to go. Schon wieder drei Stück hintereinander. Jungs, halte mal vielleicht auch mal ein bisschen zusammen. Ich bezweifle, wir rennen alle wieder in verschiedene Richtungen. Heilpunkte bin ich eh jede Sekunde im Arsch. Good kill. Und man versucht natürlich vielleicht trotzdem irgendwo noch einen mitzunehmen. Und die setzen sich halt, die setzen sich gemütlich hin, gucken noch ins Zielfernrohr und ich krieg sie dann nicht hin, aber umgekehrt. Seht ihr, genau das meine ich. Ich treffe ihn zweimal und einfach nichts passiert. Aber genau umgekehrt, wenn ich ins Zielfernrohr gucke. Bis ich durchgeguckt habe, hat er mich mit einem Headshot getroffen. Naja, ich meine, ich will hier jetzt nicht mosern. Wie gesagt, ich bin kein Profi. Und die anderen sind vermutlich einfach besser wie ich, weil sie länger spielen, aber trotzdem manchmal. Hallo, hallo. Manchmal fühle ich mich einfach verarscht. Hey. Aber man darf sich auch mal verarscht fühlen. Ja, genau, wieder mal von hinten.
meine 18 Zusatzpunkte kurz vor Schluss. Ah, schade. Hätte ich jetzt noch gerne mitgenommen, aber leider nein. Ich weiß noch nicht genau, wie lange ich die Aufnahmen hier mache. Entweder vielleicht mapweise oder immer nur so 20, maximal 30 Minuten. Ich glaube, mehr wie zwei Stück hintereinander mache ich nicht. Weil sonst wären die Videos einfach zu groß und so, dann guckt eh keiner zu. Cobblestone. Nicht Nuke. Nuke ist kacke. Eher in so einem Atomkraftwerk. Die von euch, wo spielen, kennen die Map wahrscheinlich. Obwohl, ich finde eigentlich alle Maps kacke, außer Cobblestone. Die gefällt mir einfach am besten. Ich weiß auch nicht, warum.